Einfach köstliche Unterhaltung. Bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste von Maggi. Es wird viel passieren. Tim. Ich bin doch jetzt sowas wie ein Familienmitglied. Bist du bereit, deine Aussage zurückzuziehen? Wenn alles so wird, wie es war? Ich werde es versuchen. Es wird viel passieren. Ist das... Meinst du das ernst? Oder machst du das nur, damit ich meine Aussage zurückziehe? Manon, ich liebe dich. Das mit Bashiru, das war wirklich nur ein Fehler. Gott, Lilly. Ich bin fast wahnsinnig ohne dich geworden. Du wirst es nicht bereuen. Wir werden wieder glücklich werden, das verspreche ich dir. Was ist mit Bashiru? Meine Aussage ziehe ich natürlich sofort zurück. Familienmitglied? Sag mal, sind Sie noch ganz dicht? Anne, komm, wir gehen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Sie machen die Ehe meiner Eltern kaputt. Sie versuchen, sie auch noch über den Haufen zu fahren. In dieser Familie haben sie garantiert nichts zu suchen. Anne, bitte. Toni, du bist doch vernünftig. Lass uns einfach in Ruhe. Was ist denn hier los? Frag doch das Mischstück. Anne, ich verbiete dir so mit Gatte zu reden. Ich rede mit ihr, wie ich will. Ich wollte doch nur... Sie hat hier einfach nichts zu suchen. Toni, sie bemüht sich nur um euch. Was ist daran falsch? Sie versucht nur nett zu sein. Du hast hier nichts verloren. Was willst du hier? Jasmin erschießen oder mich? Raus. Bitte versteht doch, Jasmin. Kein Bedarf. Dann hör sie mal auf. Jetzt ist sie zu. Unglaublich. Was will der hier? Ehrlich gesagt will ich das gar nicht wissen. Ich hoffe nur, wir haben ihn zum letzten Mal gesehen. Soll ich lieber gehen? Nein. Es war so lieb von dir vorhin, dass du mich verteidigt hast. Ich wollte die zwei doch nicht verärgern oder provozieren. Hm? Du darfst es ihnen nicht übel nehmen. Mach ich auch nicht. Weißt du, es ist nicht leicht für sie, besonders für Anne. Sie war so freundlich, zu einer richtigen Familie zu gehören. Bisschen mehr als ein Jahr ist die Adoption her. Und Toni, was habe ich mich damals bei Sven aufgespielt? Der große Moralapostel. Ich habe ihn Vorträge gehalten über Treue und Ehe. Ich kann deine Töchter auch verstehen. Die brauchen einfach ein bisschen Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Hm? Katja, entschuldige ich. Bist du doch böse? Nein, wirklich nicht.
ich weiß doch. Für dich ist das bestimmt auch alles nicht leicht. Aber ich bin da für dich. Denke mal dran. Und ich helfe dir, mit Tanja abzuschließen, wenn du es willst. Soll ich heute Nacht bleiben? Ich pack schon mal zusammen, was ich nicht mehr brauche. Das musst du nicht. Lilly, lass es. Es ist, wie es ist. Wir müssen uns damit abfinden. Ich war bei Marlon. Wir haben vernünftig geredet. Wieso gehst du anderen zu ihm? Das bringt doch sowieso nichts. Bashiru, er zieht seine Aussage zurück. Was? Ja, er hat eingesehen, dass er Mist gebaut hat. Er zieht sie zurück. Er steht jeweils als Zeuge nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, dein Widerspruch gegen die Abschiebung wird hundertprozentig zugestimmt. Ja, aber wieso auf einmal? Das ist kein Witz. Er meint es echt. Ja, das ist kein Witz. Du kannst in Deutschland bleiben. Wir können deine ganzen Sachen wieder auspacken. Mein Gott, Lilly. Hey? Was ist denn? Lilly? Ich freue mich einfach so. Ich glaube, ich spinne. Wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt die ganze Zeit um uns rum sein soll, dann weiß ich auch nicht. Hallo. Hallo. Ich finde den Schlüssel nicht. Oh Mann, ich habe doch gesagt, nimm deinen mit, weil ich meinen Beauty vergessen habe. Ich habe ihn ja auch mitgenommen. Dann klingeln wir eben. Ja, wer soll denn aufmachen? Stimmt, von der Familie ist ja keiner da. Aber vielleicht haben wir ja Glück und Tante Katja macht auf. Oder Onkel Axel. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, ich habe ihn. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich Papa noch beim Knutschen mit dieser Schlampe stören müssen. Ja, dann hätte ich aber lieber im Treppenhaus geschlafen. So, komm. Ran. Vielleicht ist irgendwas passiert zu Hause und sie haben deshalb Cem geschickt. Oh, das ist doch unwahrscheinlich. Wenn wirklich irgendwas passiert wäre, hätten deine Eltern noch angerufen. Dann würden sie doch nicht Cem schicken. Ich möchte wissen, wieso der hier ist. Der weiß ganz genau, wie du und wie Sylo zu ihm stehen. Das hoffe ich. Und ich hoffe, du vergisst nicht, dass er dich töten wollte. Weil du Farin nicht heiraten wolltest. Nein, das vergesse ich nicht. Ich hole jetzt was zu trinken. Dass du dich von deinem Bruder fernhältst. Er ist unberechenbar. Ich rufe mal Sylo an. Vielleicht weiß der Bescheid. Tschüss. Und? Wenn wir nicht gekommen wären, hättet ihr dann... Ach, Anne. Wieso? Man wird da wohl mal fragen dürfen. Wieso hast du uns denn nicht gesagt, dass du mit ihm wegfährst? Von wegen, alte Schulfreundin. Ich wollte euch nicht unnötig beunruhigen. Ich wusste doch auch gar nicht, wie gut ich mich mit ihm verstehen würde. Offenbar sehr gut. Und? Seid ihr jetzt zusammen? Zusammen? Was heißt zusammen? Ja, so ziemlich das Gegenteil von dem, was du mit Papa bist. Und zwar getrennt. Nach dem Stress in letzter Zeit tut mir Axel einfach gut. Er hat auch eine schwere Trennung hinter sich. Er versteht mich. Ja, und trefft ihr euch jetzt regelmäßig? Ich glaube schon. Ja, super. Dann wird das ja vielleicht eine Doppelhochzeit. Du mit Axel und Papa mit dieser Katja.
gehe ins Bett. Gute Nacht. Okay, super. Abgemacht, ja? Obrigado, até logo. Ja! Das war die brasilianische Tanztruppe. Die machen mit beim Karneval der Kulturen. Ist ja geil. Dafür werde ich bei dem Turbus von denen die nächste Inspektion machen. Super. Das werde ich gleich Anna erzählen. Mach das. Ciao, bis dann. Ciao. Hey, Charlie, hast du frei heute? Morgen. Ich lasse es locker angehen. Hab gleich erstmal eine Lagebesprechung mit Töppers. Ist er zurück aus Frankreich? Mhm, für ein paar Tage. Dir geht's besser, oder? Hat das irgendwas mit dem Besuch gestern Abend von Lilly zu tun? Nö, wieso? Naja, ich habe zufällig gesehen, wie ihr euch gestern in den Armen lag. Ganz schönes Hin und Her, das Ganze, oder? Also, weißt du, es geht mir nichts an, aber ich habe das Gefühl, du manövrierst dich in was Komisches rein. Zuerst bist du mit Lilly zusammen, dann heiratet sie bei Chirou, dann... Charlie, ich sag dir jetzt mal was, aber du musst es für dich behalten. Du musst schwören, dass du es niemandem sagst, auch nicht Robbie. Einmal die Datteln. Darf sonst noch was? Hi, Sülo. Du weißt doch schon von Yasemin, dass ich hier bin. Ja. Dann weißt du auch bestimmt, dass Raoul mir keine Chance gegeben hat, zu erklären, dass... Das wundert dich jetzt nicht wirklich, oder? Darf ich Ihnen irgendwie helfen? Ich guck mich nur um. Gut. Sülo, bitte. Ich bereue zutiefst, was ich antun wollte. Ich möchte mich aussöhnen. Mit Yasemin, mit allen. Sülo, hey, damals... Na, wart ja, ne? Das damals, das war nicht ich. Mein Zorn hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Einen, den ich selbst nicht mehr wiedererkannt habe. Damals, da wollte ich Yasemin nicht aus Hasse erschießen. Es war falsche Ehre. Sülo, es war einfach nur falsch. Ist die frisch? Taufrisch, gestern gepflückt. Tut mir leid, der Herr ist ein Spaßvogel, aber sie ist wirklich frisch. Sülo, bitte, du musst mir helfen. Ich muss mit Yasemin sprechen. Sülo, bitte, hilf mir. Eine Scheinehe. Das ist komisch, weil immer wenn ich die beiden in letzter Zeit gesehen habe, dann haben die rumgeknutscht. Die sahen sowas von glücklich aus, das sah komplett echt aus. Ja, das kann ja sein. Also, ich kann davon ausgehen, dass die Sache zwischen den beiden zum Selbstläufer wurde, oder? Charlie, mir ist klar geworden, ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man sagt, es zerreißt mir das Herz. Genauso fühlt es sich an, als ob dein Herz in zwei Teile gerissen wird. Ja, ich weiß, was du meinst. Bei der Sache mit Paula hätte ich ihren Typen auch manchmal umbringen können. Ich habe genau das fast getan. Du hast versucht, ihn umzubringen? Ich habe der Ausländerbehörde gesteckt, dass diese Ehe nur eine Scheinehe ist. Bashiro hätte zurück nach Togo gemusst. Ich weiß, wie mies das war, aber ich habe Lilly gestern versprochen, dass ich die Aussage zurückziehe. Und im Gegenzug kommt Lilly zurück zu dir, oder? So einen Deal würde Lilly nie machen. Sie kommt zu mir zurück, weil sie mich immer noch liebt. Das ist der Grund. Okay, ich hoffe für dich. Charlie, ich bin doch auch schon mal fremdgegangen mit dieser Sina. Ich weiß doch, dass man sich verknallen kann, wenn man intensiv zusammen ist. Klar. Ich meine, solange du weißt, was du tust, solange Lilly weiß, was du tust, das ist alles in Ordnung. Habe ich recht? Absolut. Hör mal, mein Kabuff ist ziemlich klein. Mein Bett sehr schmal. Also, wenn du das nicht willst, dann sag's ruhig. Also du meinst, weil du Frust wegen der Weiber hast, willst du zu mir unter die Bettdecke, oder was? Würdest du mir dein Zimmer leihen? Nur heute Abend. Nee, war das schön. Mit meinem Liebchen durch Köln spazieren. Schade, dass du nur ein paar Tage da bist. Du hast gesagt, Tim, mir geht's doch eigentlich schon wieder besser. Sein Zustand hat sich Gott sei Dank stabilisiert, aber Annalena und Maurice, ich habe dir ja erzählt. Immer noch Krise? Dauerkrise, und der Kleine kriegt das voll mit. Da lasse ich ihn ungern alleine. Was machen denn Pia und Steve? Na, sie sind voll oft beschäftigt mit der Organisation ihres Karnevals der Kulturen.
Gute Sache. Und Steve ist voll mit dabei? Seine Nazi-Freunde scheinen jedenfalls abgeschrieben zu sein. Passt ja auch nicht zusammen. So. Das heißt, die beiden sind jetzt ein Paar. Ein Paar? Der kriegt ein Paar hinter die Löffel. Ich komm gleich mal. Hey, Stefano! Oh, das ist dein Ding, mein alter Freund Frank. Komm her, lass dich drücken. Seit wann bist du da? Seit gestern. Sag mal, was soll denn dieses Geknutsche mit Katja schon wieder? In aller Öffentlichkeit. Willst du Tanja quälen? Ach, wieso? Die hat was mit einem alten Schulfreund angefangen. Sie zwingt mich zu solchen Maßnahmen. Maßnahmen? Na, was geht denn hier ab? Seid ihr alle verrückt geworden? Hast du deine Ehe jetzt endgültig abgeschrieben? Das hat doch wohl eher Tanja gemacht, ja? Ich frage aber dich und nicht Tanja. Ach, Frank, Katja ist sehr gut zu mir. Sie ist zärtlich, verständnisvoll. Ach, Frank. Der Typ ist eine hinterlistige Ratte. Hier konnte er nicht landen, dann geht er zu Sylo. Gut, er konnte aber auch nicht wirklich etwas sagen, oder? Hey, Leute, bitte. Er hat mich gebeten zu vermitteln. Raul! Okay, ich war skeptisch, ja. Und ich bin es immer noch. Aber Yasemin, ich habe wirklich den Eindruck, dass er es ernst meint. Tja, vielleicht hat er sich geändert. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass er damals falsch selbst gestorben wäre. Was redest du da? Was ist los mit euch? Der Typ hat einen Knall. Der wird niemals aus irgendwas was lernen. Raul. Vater hat damals James und meine Hände ineinander gelegt, weil er sich so sehr gewünscht hat, dass wir uns wieder vertragen. Er ist mein Bruder. Carlos und du, wie oft habt ihr euch denn schon gestritten? Verdammt, Yasemin, Carlos hat nicht versucht, mich umzubringen. Ich muss ins Reise gehen. Er wollte dich töten. Die Frau, die ich liebe. Ich weiß. Ich war dabei. Wer bin ich? Du, hör mal, nach der Arbeit kommst du sofort nach Hause. Und wieso? Mach's einfach. Keine Fragen. Ich muss los. Hi, Schatz. Marlon. Du willst den Eindruck aufrechterhalten, ihr werdet immer noch glücklich verheiratet, oder? Was meinst du? Naja, ihr zwei küsst euch, als wärt ihr immer noch zusammen. Hast du ihnen nicht gesagt, was geschehen ist? Doch. Nein, ich... Was denn jetzt? Ich habe ihm gesagt, dass du deine Aussage zurückziehst. Ja. Aber noch nicht warum. Er würde doch sonst glauben, ich kehre nur zu dir zurück, um ihn zu retten. Okay, weshalb ich hier bin. Heute Abend nach Feierabend. Komm bitte zu mir, ich habe eine Überraschung. Amalfi-Küste soll doch traumhaft sein. Da warst du doch bestimmt schon. Wir haben oft da Urlaub gemacht. Lass uns da doch auch mal hinfahren. Vielleicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne, dass du mir Neapel zeigst. All die Orte, wo du deine Kindheit verbracht hast. Wir könnten auch im Sommer hinfahren. Ja, im Sommer ist viel zu heiß da. Sagen. Ja. Also durch die Tage mit Axel da, ist mir einiges klar geworden. Also das zwischen dir und mir, vielleicht ist auch der Abstand dafür verantwortlich. Ja, auf jeden Fall ist er nie zu spät für einen Neuanfang. Auch wenn wir nicht wissen, wo der Weg uns hinführt. Dann ist es dir also recht? Ja, sicher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gut, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als uns Glück zu wünschen. Also ich und Axel und du und deine Katja.
Ja, Simon. Cem? Weiß Raul, dass du hier bist? Nein. Was hast du mir zu sagen? Hey, hallo. Hereinspaziert. Wie das duftet. Und so schön dekoriert. So. Also, ich freue mich wirklich. Jetzt wird alles gut. Hey, schön, dass du da bist. Ohne Marlons Aussage hat Eberts nichts mehr in der Hand, um die Scheinehe nachzuweisen. Und die Abschiebung dürfte damit vom Tisch sein. Mhm. Sag's mal, wo ist denn nun eigentlich Lilly? Sie müsste eigentlich gleich da sein. Auf unsere Zukunft. Ja. Hey, hallo. Komm rein. Hallo. Hallo. Mann, das ist ja echt ein Grund zum Feiern, hm? Ja. Und, wo ist Lilly? Ja, noch nicht da. Weiß auch nicht, wo sie bleibt, aber das Essen ist fertig. Hm. Naja, als ich das Blut hier abgeschlossen habe, da war das Reisebüro auch schon dicht. Ja, nicht, dass sie auch noch eine Überraschung plant. Ja. Oh, das sieht ja exotisch aus. Ich habe so einen Hunger. Ja, magst du vielleicht erstmal was trinken? Ja. Das Essen ist warm gestellt. Wir hatten angerufen. Bashiru. Aber ich habe ihn abgewiesen. Ich bin so glücklich. Und du? Zuverlässig wie ein Schutzengel. Das ist die Provinzial. Immer da, immer nah. Provinzial. Komm doch mal her. Katja, ich muss doch schnell wieder zurück. Stefano. Liebst du mich eigentlich? Ich komme nach Hause und du bist da. Und das ist schön. Als ich im Krankenhaus war damals bei dir, da habe ich dir die Hand zur Versöhnung gereicht. Warum hast du sie nicht genommen? Siehst du, und jetzt brauche ich sie. Bald gibt's wieder köstliche Unterhaltung bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste von Maggi.